Schönen guten Morgen, Leute, aus Las Vegas, heute mal aus dem Zimmer vom Tim. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Letzte Schnittarbeit hier noch und dann geht's raus zu CES. Seit über 50 Jahren gibt's die CES, die weltweit wichtigste Messe für Consumer Electronics. Hier wurde sowas vorgestellt wie Tetris oder die DVD oder Videorekorder überhaupt. Alles mögliche Wichtige. Irgendwie Technik ist Elektronik, das gibt's hier. Und dementsprechend auch dieses Jahr mit dem Start die neue Dekade, ne? 2020 fängt an. Alles, was wir hier so elektronisch in den nächsten Jahren benutzen werden, wird wahrscheinlich hier vorgestellt. Ja, hier gibt's die Technik von morgen. Die von gestern, die wurde vorgestern schon hier vorgestellt. Mal sehen, vielleicht finden wir ein paar coole Sachen. Ob da ist aber Lando Norris. Was? Und Kathi hat sich gecheckt, da ist Lando Norris. Lando Norris getroffen in Las Vegas. Und Kathi sagte gerade noch, Lando Norris ist irgendwo hier. Ich hab's auf Herbst auf Reddit gesehen. Ich wollte gerade googeln, wo er ist. Also Formel-1-Fahrer sind ja auf der ganzen Welt eigentlich bekannt, aber halt in den USA ziemlich wenig. Also in den USA ist Formel 1 echt so low-key. Der hat sich voll gefreut, dass in der Katar war. So, oh, jemand kennt mich hier. Ich bin ja mit Lando Norris mal im Wagen gefahren. Ich bin ihm gerade so entgegengekommen und er hat mich gesehen und kurz so. Ich glaube, in seinem Kopf war so, irgendwie kenne ich das Gesicht, aber der kennt ja auch tausend Gesichter, weißt du? Tja, ne? Fängt schon mal gut an hier auf das CES. Mal gucken, was da an Technik gibt. Also selbst die Formel 1 ist eben hier auf der Messe, weil die haben eben auch ganz besondere Technologien, um die ganzen Kameras allein, die ganzen Daten, die sie bei den Rennen sammeln, verständlich für die Zuschauer auf den Bildschirm zu bringen. Und das ist eben auch Next-Gen-Technology. Und man kann zwischendurch ein bisschen Rennen fahren, das mache ich auch immer gerne. Nice OLED-Fernseher hier, Leute. Und das Gute ist, wenn man ihn nicht mehr braucht, dann fährt er einfach komplett ein. Was man hier auf der CES halt auch immer für krasse Sachen sieht, sind zum Beispiel hier so ein Hersteller von flexiblen Displays und Sensoren. Also das ist jetzt kein Produkt, was man einfach so kaufen kann, aber die arbeiten halt mit hunderten Firmen zusammen und machen halt zum Beispiel faltbare Displays für Smartphones, die sich zusammenfalten können, aber auch faltbare Sensoren in der Autoindustrie und so weiter. Und das sind also Zukunftssachen, in 10, 20 Jahren benutzen wir sowas alles. Aber jetzt hier steht das so mit zum ersten Mal. Und weil es so eine Technik ist, die man sich ja nicht so gut vorstellen kann, machen wir einfach so eine Kunstinstallation. Einfach einen Baum, der leuchtet mit flexiblen Displays und so weiter. Schon eine coole Sache. Boah, geil, Leute. Ein 100 Meter HDMI-Kabel. 100 Meter lang. Siehe den Action. Wie wird's wohl funktionieren? Okay, wow, das ist jetzt wirklich Zukunft. Das ist das Neon-Projekt von Samsung. Also siehst du nirgendwo ein Samsung-Logo irgendwie, aber es gehört schon zu denen. Das ist noch nicht dieses Moonshot-Projekt, weil das ist so ein bisschen die Idee, wie werden wir in Zukunft mit Maschinen interagieren. Also wie zum Beispiel mal mit dem Computer interagieren oder alles mögliche, was darüber hinausgeht. Und zwar mit echten Menschen. Das sieht doch nach einem echten Menschen hier eigentlich aus, oder? Oder sie hier auch, ja? Die Stewardess sieht doch auch eigentlich nach einem echten Menschen aus. Sind sie aber nicht. Die sind computergeneriert. Und du kannst auch mit denen interagieren. Du kannst ihnen sagen, hey, lächeln mal oder mit denen reden. Und die werden verschiedenste Emotionen, werden sie darstellen. Und das alles basiert darauf, dass sie zwar erstmal einen echten Schauspieler abgefilmt haben, Motion Tracking, alles und so weiter, aber das dann so weit berechnet haben, dass jetzt komplett neue Emotionen entstehen können. Er zum Beispiel könnte ein Avatar für einen Lehrer sein, der dir ein voll krasses, komplexes Thema beibringt. Aber du musst keinen echten Lehrer dafür buchen, sondern du hast eben einfach den virtuellen, der aber sich anfühlt wie ein echter. Oder er hier ist zum Beispiel ein Park Ranger, ja? Das heißt, irgendwo so ein Nationalpark, da muss niemand stehen, der dir die Natur erklärt, sondern einfach so ein Display, aber es ist halt wie ein echter Mensch. Und du kannst dir dann Sachen fragen, wie zum Beispiel, hey, ich habe hier so ein Blatt gefunden, von welchem Baum ist das? Und der wird es dir dann erklären können. Sowohl Intelligenz dahinter, als auch die visuelle Darstellung davon, ist eben dieses ganze Projekt Neon. Und ne, wirklich, in 30 Jahren oder sowas, wird für uns ganz normal sein, dass wir mit solchen Avataren hier dann interagieren werden. Schon krass. Das ist auch eine ziemlich coole Sache, weil das ist praktisch ein Fenster, also durchsichtig, aber es ist gleichzeitig ein Display. Dementsprechend kannst du deine ganze Fensterfront aus deiner Wohnung zu
zu einem smarten Display machen. Du kannst deine Nachrichten da raufbekommen, Notifications, Wettervorhersagen, kannst irgendwelche Christmas-Sachen mal raufpacken. Du kannst all deine Notizen, deine Gedanken dann eben einfach riesig auf die Wand drauf, am besten mit Gestensteuerung wegwischen, sodass du die Tagesschau da drauf machen, irgendwelche Fotos und das Freunden zeigen willst. Du brauchst keinen Fernseher mehr, packst einfach dein Sofa vors Fenster, dass du rausgucken kannst. Und wenn du willst, schaust du aber einfach auf dem Sofa einen Film. Das ist geil. Das ist wirklich super. Oder auch Massagensitze, Leute, komplett rot mit VR-Brille drauf. Dass man komplett abschaltet, wenn man keine Lust mehr hat. Weil wir laufen auch schon die ganze Zeit hier rum. Füße mittlerweile ein bisschen platt, ne? Aber so ist das auf einer Messe, Leute. Man sieht so viel. Wir haben euch ja nur Kleinigkeiten gezeigt. Es gibt auch so viele chinesische Hersteller von Kabeln. Einfach Kabel, nicht mal 100 Meter Kabel, einfach nur Kabel oder Stromadapter oder Steckerleisten. Gibt es ja auch tausendfach auf dieser riesigen, riesigen Messe. Boah, fertig. Oh, ich dachte kurz, hier ist Landwirtschaftssimulator 2020. Das sei ja nur echte Landwirtschaft. Damn. Ah, das ist schon ein cooles Teil. Das im Großen, da einmal drin sitzen, das wäre schon was. Das haben wir gestern gemacht, Leute. Und zwar den ganzen Tag. Also wenn ihr den letzten Vlog verpasst habt, schaut ihn euch an. Da gibt es alles zu dem Auto. Okay, manche übertreiben es auch komplett. Hier einfach ein komplettes Flugtaxi da. Schaut euch das an. Das ist auch der Grund, warum ich mir nicht vorstellen kann, dass die Flugtaxis selbst in der 50 Jahren normal benutzen werden. Ja, vielleicht für manche Sachen, so New York zum Flughafen, in die Stadt für so Superreiche. Aber das ist so ein Riesending und da passen dann vielleicht 5-6 Passagiere rein. Das macht einen riesen Lärm, verbraucht super viel Platz in der Luft. Also interessante Idee, irgendwie so Flugtaxi, aber ich meine, das hat man sich auch schon in den 50er Jahren gedacht, so wie wird die Zukunft in den 2000 aussehen. Ja, alle mit fliegenden Autos unterwegs. Ich glaube nicht ganz, dass es die Zukunft ist, aber trotzdem krass, ein Modell mal in echter Größe da zu sehen. Oh, cool. Ein bisschen Glitzer gibt es auch auf der Messe. Also wenn die Produkte nicht ausreichen zum Überzeugen, machen wir mal einen coolen Stand. Nee, die Produkte sind hier bestimmt auch cool. Ach, Audi ist das. Audi? Audi? Das ist, ich wusste nicht, wer das ist. Ich sehe nur Glitzer. Aber cooler Messestand, das muss ich schon sagen. Fähnchen haben sie auch noch. Kati hängt fest, die kommt nicht mehr raus. Jetzt geht's weiter. Und hier steht der Rivian. Das ist auch ein Elektroautohersteller, der war schon vor 2 Jahren da, die haben immer noch kein Auto jetzt verkauft, aber Amazon hat jetzt investiert und zwar Milliarden. Die wollen jetzt eben auch da groß in den Markt gegen Tesla oder auch gegen etablierte Hersteller wie Mercedes zum Beispiel einsteigen. Weil sie in Amazon sind, wollen sie halt viel mit Technologie arbeiten und auch wie man so ein Auto kauft, halt ganz neu denkt. Nicht mehr klassisch über Autohäuser oder sowas, sondern eben den Amazon-Weg. Wir sind ja sowieso in einer krassen Zeit, aber auch in der Autowelt speziell ändert sich so viel in jederlei Hinsicht, vom Antrieb über den Vertrieb, über die Experience im Auto, dass man auch irgendwann gar nicht mehr fährt, sondern einfach nur noch chillt im Auto. Und hier auf der CES sieht man halt all solche neue Sachen. Ja, geil, Leute. Insta360 hat einfach eine neue Kamera gestern oder heute vorgestellt. Wir haben jetzt hier gerade schon einfach so hier am Stand bekommen, in die Hand gedrückt bekommen. So mit einem 1-Zoll-Sensor. Ist so ein bisschen halt so ein GoPro-Konkurrent, sieht auch ein bisschen danach aus. Aber du kannst sie einfach umbauen. Schaut mal hier. Das macht man hier so auf. Und dann kann ich beides abnehmen, auseinander. Und dann kann ich zum Beispiel statt dieser Kamera hier eine 360-Grad-Kamera mit Objektiven auf beiden Seiten eben nehmen. Ich setze das wieder hier mit dem Display zusammen. Einmal zack, rauf auf die Base, wo auch der Akku drin ist. Wieder anschalten. Und da sind wir auch schon wieder. Guten Tag, 360-Grad-Kamera. Das ist cool, das ist halt mal wirklich ein neues Konzept. Werden wir vielleicht mal in den nächsten Tagen und Wochen ausprobieren. Weil das Coole ist, schaut mal hier, wir bekommen direkt eine mit. Warte, ich leg das hier einmal ab. So machen CES-Messen so Spaß. Dankeschön. Dankeschön. Geil. Perfekt. Dankeschön. Perfekt. Danke dir, Felix. Vielen Dank. Wir sehen uns, gehört. Mach's gut. Ciao. Dankeschön. Und wir haben noch eine wichtige Frage. Wo gibt es das beste Essen irgendwo hier? Weil wir haben echt Hunger mittlerweile. Außen gibt es einen guten Burger, direkt vor Southport. Food Truck? Genau. Okay. Oder Mexican Food. Perfekt. Danke dir. Mach's gut. Gut. Ciao. Hast halt auch nicht alle Tage, dass du so eine brandneue Kamera einfach mitbekommst, ne? Und auch noch Essensempfehlung. Dann checken wir mal aus. Das ist auf jeden Fall so richtig klassisches Messeessen auf den USA. Auch auf der E3 in Los Angeles ist es so, vor der Messe draußen sind dann überall diese ganzen Foodtrucks. Da gehst du ran und bestellst dir was du willst. Hier zum Beispiel Burger. Oder hier drüben sind zum Beispiel Tacos. Grilled Beef Taco and Chicken Taco. Mmm.
Schmeckt sehr, sehr gut, Leute. Hm. Also tagsüber Las Vegas, bisschen Messe anschauen, neue Technik sehen, Kameras bekommen, gutes Essen. Und was macht man nachts in Las Vegas? Klar, ab in die Casinos. Wobei natürlich vor dem Vergnügen kommt auch die Arbeit. Bisschen Videoschnitt hier gerade nochmal durchgehen durch den Edit. Immerhin, Leute, eine kleine, eine Mini-Auswahl für meine Verhältnisse an amerikanischen Süßigkeiten habe ich hier noch am Start. Draußen geht auch so langsam das Licht unter. Abendessen steht auch noch bevor, aber dann findet ihr mich in irgendeiner von den Casinos da. Da ist das Budget pro Person heute Nacht. $50. Ich habe $50, Kati hat $50. Das erste Spiel wird Crabs, Leute, mit dem Würfel. Wer besser setzt, was die beiden Würfel da machen, der bekommt am Ende mehr Cash. Oh Gott, wir werden alles heute verlieren. Tschüss, bye bye. Es ist nie eine gute Idee, in Vegas zu spielen. Nie. Macht es nicht nach. Wenn, dann setzt euch irgendwie ein Limit, was der bauen wollte danach. $50. Wir setzen jetzt mal gucken, ob wir am Ende noch mehr übrig haben. Wer glaubst du, hat am Ende mehr übrig? Ich. Ja. Ja, hoffentlich. Wir sehen uns am Ende wieder. Wir gucken uns mal. Oh, oh, oh. God damn it. Nein. Und, vier. Oh, das ist gut. Yes, ja. 25, ich bin im Plus. Du hast alles verloren, du hast die ersten 20. Ja. Da ist natürlich die Regel immer, wenn man ein bisschen was gewonnen hat, Cash out. Zack, $25. 25. 10. Ich habe $15 gewonnen. Ja, nice. Jawoll! Romanus habe ich gewonnen! Du hast alles verloren! Das kannst du mit Alkohol jetzt auch nicht besser machen. Na gut, mal schauen, wer am Ende das Meister hat. Es ist halt egal, was sie spielen, auch beim Roulette, ne? Ich gewinne $50 hier schon am Start. Ich habe insgesamt jetzt $90. Und du? So war's, Leute. Was für eine Nacht. Ich habe ordentlich Cash gemacht. Ne? Ich habe fast verdoppelt meinen Einsatz. $93 am Ende. Und du? 15 nur noch. Von 50 runter. 10 nur noch. $40 verloren. Ich habe 43 gewonnen. Das heißt, es sind insgesamt $3 im Plus. Aber ja, teilen wir eigentlich. Ja, schauen wir mal. Vielleicht, Leute. Ja? Ich muss aber betonen, dass ich beim letzten Mal gewonnen habe. Ja. Ja. Weil du $1 noch übrig hattest und ich nichts mehr oder sowas. Nein, ich hatte auch nichts. Das ist eine andere Story, Leute. Auf jeden Fall heute habe ich hier sowas von gewonnen. Das war ein Casino in Las Vegas. Das war ein interessanter Tag auf der CES in Las Vegas. Ich hoffe, es war für euch spannend, interessant, das alles mal zu sehen. Unser letzter Tag eben auch aus Las Vegas, denn wir schlafen jetzt zwar noch hier, aber morgen früh geht's auf einen Roadtrip durch die Wüste durch mit unserem S65. Wir verlieren das ist der Regen, den wir nicht abgemacht haben. Dementsprechend würde ich sagen, ich fahre vielleicht lieber. Seht ihr dann aber alles morgen im Video. Bis dahin. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Drückt nochmal rum, wenn es euch gefallen hat. Und macht's gut. Ciao, ciao. Und ganz wichtig, Leute. Wenn ihr Glücksspiel macht, nehmt mit festgelegt, nehmt nicht zu viel. Niemals. Kann man mal ein bisschen Spaß haben, aber das ist eine gefährliche Sache. Am besten so ganz lassen. Und wenn nur ein bisschen Limit und dann ist es eine gefährliche Sache, muss man einfach sagen. Und selbst das geht Limit, kann es nicht Spaß machen. Boah, aber jetzt geht's wieder. Geht schlafen, Leute. Irgendwo da oben. Ciao, ciao. Gute Nacht. Bis morgen. Bis morgen.